Herzlich willkommen beim Nettesten Morgensblogger der Welt. Und nicht wundern, heute nehme ich mit dem S8 auf und meinem separaten Rode-Mikrofon. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen in Ordnung. Ich habe jetzt versucht, aus diesem Handy das Optimum einzustellen und rauszuholen. Und nicht wundern, wenn ich mit den Augen noch ein wenig hin und her switche, aber es ist sehr ungewohnt, wenn man einen ganzen Bildschirm hat und dann die Linse immer zu fokussieren. Also ich werde ein bisschen komisch wahrscheinlich bei dem Video hier gucken. Aber ich hoffe, der Inhalt überzeugt dann am Ende. Könnt ihr auch gerne mal unten reinschreiben, ob das jetzt passabel ist und euch so gefällt. Ich finde es ein bisschen gewöhnheitsbedürftig, aber ich glaube, es ist ganz passabel und der Ton müsste jetzt auch ziemlich gut sein. Auf jeden Fall wollte ich auch noch mal über den Hashtag nie wieder CDU sprechen und generell über die Politik in den letzten Wochen und Monaten. Ich weiß auch nicht, ob ich noch ein Video auf dem Hauptkanal mache zu dem ganzen Thema, aber ich finde, hier passt das ja auch mal ganz gut in das Let's Talk-Format. Und ich muss sagen, wenn man den Hashtag nie wieder CDU mal anguckt und generell, was jetzt so ein Axel Voss gemacht hat oder wie er sich gibt im Internet oder auch dieser andere, der jetzt mit den, ja, ich habe ja mehr Follower, der um die Ecke kam, den ich jetzt auch gar nicht so thematisieren will, weil er sich auch dafür entschuldigt hat. Aber im Grunde genommen, wo man sich fragt, solche Leute werden von uns gewählt und kriegen Geld. Ja? Sind bezahlte Politiker, die von unseren Steuern bezahlt werden. Dann fragt man sich dann schon teilweise, warum sowas möglich ist in diesem Land und warum solche Parteien oder so eine Partei an der Macht ist. Die SPD, die Grünen und Co. muss man aber auch mit reinnehmen. Ja, auch die Linken oder auch die AfD. Momentan wüsste ich nicht, wen ich da wählen sollte. Ja. Also ich werde auch nicht mehr das geringere Übel wählen. Das habe ich die letzten Male so getan, dass ich die Grünen mal gewählt habe und mal auch die SPD. Und ich habe auch schon mal die CDU gewählt bei den letzten Wahlen. Und das möchte ich nicht mehr. Das habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, die immer gesagt hat, komm, du musst wählen und das ist ein Privileg. Und sie hat auch vollkommen recht. Und das Privileg werde ich auch ausnutzen. Entweder werde ich eine kleine Partei wählen, die nicht über die 5% kommt, die können keinen Schaden anrichten. Oder ich wähle eine Partei, oder ich streiche durch. Oder ich wähle noch eine Partei, die mich überzeugt, aber ich glaube, das wird nicht mehr der Fall sein. Ja. Zumindest mein momentanes Gefühl. Warum? Warum ist das so? Ich hatte bis jetzt bei keiner Partei das Gefühl, dass die hinter dem Volk steht und das tut, was für Deutschland am besten ist. Die letzten 16 oder fast 16 Jahre, also wenn Merkel dann zurücktritt in ein paar Jahren bei der nächsten Wahl 2121, ist glaube ich, 121, wäre ja furchtbar. 2021 ist ja die nächste Wahl. Das ist ja immerhin, ja, es wird ja auch wieder im September, glaube ich, sein. Ja, fast nur 2,5 Jahre, oh Gott, 2,5 Jahre Merkel noch. Dann war die 16 Jahre im Amt. Ich finde, man hat da nicht wirklich gemerkt oder überhaupt gespürt, warum. Ja. Sie hat sich ganz niedlich gefreut, wenn Deutschland ein Tor geschossen hat bei der WM 2014. Ne. Aber grundsätzlich frage ich mich dann schon, warum war die jetzt so lange im Amt? Das habe ich mir euch aber auch rückwirkend bei Kohl gefragt oder auch bei anderen Politikern. Ja. Auch Schröder war jetzt natürlich nicht das Gelbe vom Ei, aber grundsätzlich muss ich schon sagen, dass auch gerade so ein Helmut Kohl uns, die mit dem Internet arbeiten oder mit dem Internet groß geworden sind, ja nicht wirklich gut getan hat. Denen haben wir das zu verdanken, dass das Internet hier in diesem Land so schlecht ist und andere Länder, die unter uns stehen, wirtschaftlich oder in der EU teilweise gar keine Rolle spielen, bessere Internetkonditionen haben als wir hier in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, ist das Internet von der Infrastruktur einfach schlecht und das Internet Neuland. Ja. Und das sieht man ja auch bei den Ideen wie den Artikel 13, der ja auch den Koalitionsvertrag dann aufhebt, mehr oder weniger, stand ja da drin, dass sowas nicht geplant ist und man sich gegen Uploadfilter ausspricht und dann kommt so ein Axel Voss und Co. um die Ecke, die es dann plötzlich ganz cool finden und sagen, komm, das setzen wir jetzt um, die ganze Scheiße. Und wie das am Ende werden wird, werden wir dann sehen. Ich habe auch einige gefragt, ob ich auf die Demo am 3.2. gehe. Das wird dann schon gewesen sein, wenn das Video kommt. Da werde ich nicht hingehen, aber ich werde voraussichtlich am 23.2. in Berlin, 23.3. in Berlin dann zu der großen Demo hingehen. So viel dazu nochmal. Und wir werden sehen, was der Upload-Filter oder was da kommen wird. Ich hoffe, es wird noch am Ende was bringen, dass wir alle auf die Straßen gehen. Aber die Hoffnung wird nicht groß sein. Ich verstehe nicht, warum dieser Autofokus so beschissen ist. Also, es ist ein teures Handy. Ja. Ich habe es jetzt gerade schon wieder gesehen und ärgere mich, aber
Seht's mir nach, das ist halt leider Gottes so, dass der Autofokus nicht der beste ist, wo ich mich hier gar nicht hektisch bewege. Und der eigentlich super toll sein soll beim Samsung, aber irgendwie so gut ist er dann am Ende doch nicht. Schade. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Sind Sie beim Artikel 13 ja schon gegen den Koalitionsvertrag ja vorgegangen, mehr oder weniger, indem Sie ihn nicht einhalten? Und ich frage mich dann schon, wohin soll das gehen? Die Altersarmut in dem Land ist immens hoch. Es kann nicht sein, dass alte Menschen nach 40 Jahren oder 30 Jahren Arbeit irgendwelche Pfandflaschen sammeln müssen. Wo kommen wir da hin? Das Krankenkassensystem finde ich auch überholt und blöd. Das könnte man besser machen. Auch das Steuersystem ist beschissen. Könnte man wesentlich einfacher machen und sinnvoller auch gestalten. Dann müsste auch mehr in Bildung investiert werden. Also wie gesagt, ich glaube, das hatte ich auch bei der Aufnahme schon reingenommen, dass die Universitäten und Co. Und auch die Schulen teilweise in katastrophalen Zuständen sind. Und es kann nicht sein. Es muss jede Klasse oder jeder Klassenraum 4, 5 PCs mindestens haben. Und ich spreche jetzt nicht vom Computerraum, sondern generell von jeglichen Räumlichkeiten in der Schule. Und auch die Universitäten dürfen gerne mehr als eine Uhr und Stühle und Bänke haben. Ja, also ich war in sämtlichen Unis in Berlin mal zu Besuch oder habe dort studiert. Und das ist an jeder Universität oder Hochschule der Fall, dass die Räumlichkeiten nicht das Gelbe vom Ei sind, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Ich erwarte jetzt nicht, dass da Luxusgegenstände im Raum sind, aber renovierte Gebäude, Heizungen, die funktionieren, Smartboards vorne für die Professoren oder Lehrer in jeglichen Räumlichkeiten, PCs und Co. Ich finde das müsste möglich sein. Ja. Es müssten ja keine perfekten Gaming-PCs sein. Es müssten ja nur PCs sein, die einigermaßen schnell und solide laufen, wo man dran arbeiten kann oder was googeln kann im Internet. Das Internet müsste ausgebaut werden. Ganz wichtiger Punkt. Das wird die Zukunft sein. Man muss damit arbeiten können in Zukunft. Man muss flächendeckend gut vernetzt sein mit vernünftigem Internet. Man muss andere Länder, die unter uns stehen, wirtschaftlich toppen, was die Schnelligkeit angeht und nicht die uns. Ja. Das darf nicht passieren. Und, und. Also es gibt so viele Punkte, wo weder die SPD, weder die CDU, weder die Linken, weder gar welche Partei jetzt im Bundestag ist, da sonderlich viel für gemacht hat. Das muss man einfach mal so offen sagen. Und zumindest ist es nicht zu spüren. Für mich. Und das ist so ein Punkt, warum der Hashtag nie wieder CDU eigentlich überfällig ist, meiner Meinung nach. Das müsste eigentlich schon seit ja, 20 Jahren, 30 Jahren im Umlauf sein. Gut, so lange gibt es das Internet jetzt in dem oder Twitter noch nicht, ja, oder die Social Media Seiten, aber es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben und was eines der reichsten Länder der Welt ist und was Technologie führend sein müsste oder teilweise wirklich die letzten Jahrzehnte noch führend war, auch was die Automobilindustrie angeht, und jetzt so Tesla kommt und wo man sich dann fragt, ja, BMW und Mercedes und Porsche, warum seid ihr nicht schon längst drauf gekommen? Das wäre auch eigentlich ziemlich clever, auf elektronische Autos zu setzen und vielleicht auch solche Autos schon gebaut zu haben, die dann auch ja so einen Akku haben, der dann ja, eine Woche hält, auch wenn man die ganze Zeit mit fährt. Das muss auch möglich sein. Also ich finde, wir hinken da echt hinterher. Keine Ahnung, da müsste es viel bessere Möglichkeiten geben. Und Akkus und vielleicht, dass auch durch das Auto während der Fahrt durch Sozialkraft, Solarkraft gleichzeitig auch auflädt. Das wäre doch auch ziemlich clever. Vielleicht gibt es das hier und da schon, aber vielleicht wird das jetzt die Millionen-Euro-Idee. Wir können es gerne übernehmen, beteilige ich mich dann gerne, aber muss doch möglich sein, dass es irgendwie elektronische Autos gibt, wo man es dann aufladen kann, aber dass es während der Fahrt auch ein paar schwarzen Solardach oder wie auch immer sich auch gleichzeitig mit auflädt. Ja, also, warum haben wir das nicht schon längst? Also keine Ahnung. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ob es jetzt in der Technologie ist, in Universitäten, Bildung,
wo rein investiert werden muss, dass wir Wirtschaftskraft auch weiterhin bleiben für die nächsten Jahrzehnte und ja, Jahrhunderte vielleicht auch. Und dass wir halt auch in Zukunft mit den alten und halt den jungen Menschen gut auskommen und hier auch gutes Geld investieren, dass Bildung an erster Linie oder an erster Stelle steht und dann auch die Älteren, auch die Pflegeberufe müssten viel besser bezahlt sein. Dann machen wir das nächste Fass auf. Aber das kann auch nicht sein, dass man irgendwie in sozialen Berufen mit 1,2, 1,3 rausgeht, wenn man im Schichtdienst arbeitet und mit Überstunden auf eine 50-Stunden-Woche kommt und dann hin und her pendelt, leider 60, 70 Stunden unterwegs ist in der Woche und dann mit 1,2, 1,3 rauskommt als Altenpfleger, Kindergärtner oder Krankenschwester. Das kann es nicht sein. Die Berufe werden in Zukunft gebraucht und ich habe jetzt schon Graus davor, wie das mal werden wird, wenn man ja mal irgendwas hat oder vielleicht alt ist und auf die Leute angewiesen ist. Denn die Leute werden fehlen, weil ich hätte auch keinen Bock mehr in diesem Job zu arbeiten und für die Leute, die dort arbeiten momentan, sieht das finanziell oftmals nicht rosig aus und das müsste wesentlich höher sein und viel besser umgesetzt werden. Und wie gesagt, da gibt es so viele Punkte, die halt für diesen Hashtag sprechen und warum ich die CDU auch nicht mehr wählen werde. Die haben es jetzt oft genug verkackt, das ist meine Meinung. Sie haben nichts getan. Ja, der Mietspiegel in Berlin wird immer teurer. Wir passen uns langsam den Städten wie Hamburg und München an. Allgemein die Großstädte sind viel zu groß. Die Leute werden aus der Stadt rausgetrieben, es sei denn, du bist halt reich. Oder zahlst Unsummen für einen Schuhkarton. Das kann es halt nicht sein. Die Häuser kannst du in Berlin auch vergessen. Also entweder man baut selbst oder mal Pech gehabt. Sonst musst du schon mit einer Stedtke, Zehndorf, Wilmersdorf, Charlottenburg, also in den schickeren Gegenden, für ein normales Haus 800 bis 1,2 Millionen locker zahlen. Und die Eigentumswohnungen mit 80, 90 oder 100 Quadratmetern, die ein bisschen schicker sind, ja, gehen auch ab 300, 400 K dann meistens los. Und das ist, finde ich, zu viel Geld. Das verdienen wir halt heutzutage nicht mehr. Oder das muss man dann schon ein ganzes Leben abzahlen. Das kann es, finde ich, auch nicht sein, dass man mit seiner Partnerin oder wie auch immer zu zweit volltags 40 Jahre arbeiten muss, um ein Haus abzuzahlen für 500 K, das dann sogar noch nicht mal das Gelbe vom Ei ist. Und dann das mit 60, 70 verkaufen muss, weil man durch das Krankenkassensystem nichts mehr gezahlt bekommt, wenn man mal irgendwas braucht. Oder halt das nicht mehr bewerkstelligen kann, es überhaupt sauber zu halten und sich das Ganze gar nicht mehr leisten kann, den Lifestyle, den man sich erarbeitet hat. Das geht nämlich ganz vielen Rentnern so, dass sie dann ihre Häuser oder ihr Eigentum verkaufen müssen oder andere Sorgen haben. Und ich finde, das kann einfach nicht sein. Und da graut es mir auch schon ein wenig vor. Weil das Leben geht sehr schnell vorbei. Ja, ich will jetzt nicht zu pessimistisch hier rüberkommen, aber das Leben geht sehr schnell vorbei. Und irgendwann ist man 60, 70 Jahre alt und dann hat man plötzlich die Situation und kann sich nicht mehr von der Rente sein Haus leisten, was man sich die ganze Zeit aufgebaut hat oder seine Wohnung etc. Also für mich ist das Ziel jetzt klar, ich muss mit YouTube hier möglichst viel Geld verdienen und halt mit meinem Nebenjob, den ich noch mache, und mir hier und da noch was aufbauen. Ansonsten ist das zu wenig. Ja. Also setzt immer auf Bildung, auch wenn die Universitäten und Schulen nicht im besten Zustand sind, und versucht euch ein gutes Leben aufzubauen und macht doch irgendwas, am besten selbstständig. Dann seid ihr auf einem ganz guten Weg. Das ist so mein Ratschlag. Ansonsten ist das hier mehr oder weniger verloren und deswegen werde ich auch die CDU nicht mehr wählen in diesem Leben. Denke ich. Also vielleicht machen sie das nochmal gut oder der Artikel 13 kommt jetzt doch nicht. Und in 10 Jahren sind da nur noch gute Leute am Werk, aber ich glaube nicht, dass die das noch jemals besser machen werden. Aber wie gesagt, wir büßen auch für die Fehler, die Helmut Kohl gemacht hat. Wir büßen für Fehler, die Angela Merkel gemacht hat. Und voraussichtlich werden wir auch für Artikel 13 in Zukunft büßen und mal gucken, ob ich dann solche Videos hier noch machen kann. Weil das Foto oder dieses Bild wurde ja auch urheberrechtlich von jemand anders gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht finden sie überall ein Korn. Oder ein Salzkorn. Oder, nee, wie hieß das Sprichwort? Keine Ahnung. Bevor ich das Video jetzt
zum dutzendsten Mal hier neu starten muss, weil der Autofokus mir nicht gefällt oder weil ich mich jetzt hier total um Kopf und Kragen rede. Werde ich das jetzt so hochladen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne eure Meinung unten reinschreiben. Denn ich habe einige Punkte mit reingenommen, die wichtig sind für uns oder generell für das Leben hier. Und ja, ich hoffe, wir können am 23.03. was bewegen hier. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald und ciao, ciao. Jetzt habe ich nochmal richtig reingeguckt, hoffentlich.